Ja, bleib mal hier. Kann ich hier... So, ja, sehr schön. Gehen wir erstmal nach oben. Ist hier einer? Nein. So, dann können wir erstmal hier noch fix aufs Dach und bei den beiden Spezies vorbeischauen. Hier oben kommen wir nicht weiter. Aber über das Holzgerüst können wir wieder nach unten gelangen. Denn an der Kirche wird gebaut. Wie wir hier sehen, an der Trinity Church, wenn man so will. Hui. So, nee, hier springe ich nicht runter, das tue ich mir nicht an. Bei 14 Lebenspunkten muss das nicht sein. So, rum um die Ecke. Ich bleibe erstmal unten. Okay, hier ist nichts weiter. Ah, ich weiß nicht, ob hier noch einer ist und ich will jetzt nicht sterben, nur weil ich jetzt fahrlässig werde. Ach gut. Pusel, Pusel, Pusel. Okay, auf zum letzten Part dieses Levels, dieser Mission. Na, das war doch mal eine schwere Geburt jetzt über die Dächer her. Und das war Maßarbeit. Und das ist bestimmt sehr lustig, da drüber zu klettern. Wenn man jetzt eine Sturmböe kommt oder sowas. Oh. Ah, klappt nicht. Ja komm, du hast das schon geschafft. Bist doch schon drüben. Ja, wenn du dann so runterspringst, dann ist klar, dass die Leiter wegfällt. Ist, ach, naja. Jetzt heißt es wieder der Priester. Denn, meine Freunde, wir kommen nur durch die Kirche nach unten. Und wie Frank uns ganz am Anfang mal gesagt hatte, in der Kirche findet gerade ein Begräbnis statt. Und zwar von dem Freund, den wir vorhin erst tot gemacht haben. Ist das nicht spaßig? Und alle sind sie versammelt, um ihm Tschüss zu sagen. Und wir dürfen uns mit hinzubegeben. Mit gezückter Waffe und vor allen Dingen kennen alle unser Gesicht. Oh göttlich, oh göttlich, Dankeschön. 100 Leben, oh herrlich. Oh ja, das tut so gut. Das tut so gut. Und diese Stille ist auch schön. Schweigen. Und wurde unerwartet von uns genommen. Der Herr empfängt seine Herde mit offenen Armen. Und solche wie Billy werden selig ins Himmelreich aufgenommen. Billy war ein guter Sohn, Bruder und Freund. So werden wir alle seiner gedenken. Und für seine Erlösung beten. Für ihn, der Gutes getan hat. Und jetzt möchte Billys Freund, der ihm in den letzten Momenten seines kurzen Lebens beigestanden hat, ein paar Worte sagen. Komm, mein Sohn. Vielen Dank, Vater. Sie wissen, dass ich Billy heute die letzte Ehre erweisen möchte und ihm sagen will, dass er für mich wie ein Bruder war und dass sein Tod ein großer Verlust war. Was soll... Ich war bei Moment. seinem Tode anwesend und... Wie? Das ist der Mann! Das ist der Bastard, der Billy getötet hat! Mach dich fertig! Na super. Ich bin so Auf den Boden, begeistert. Vater! Ich hasse es. Komm um die Ecke, komm um die Ecke. Kommt rüber, er ist hier. Warum kann Tommy sich auch nicht einfach versteckt halten, bis die ganze Messe zu Ende ist? Nein, er muss unbedingt rausspringen. Oder was heißt rausspringen, aber er muss so stehen, dass man ihn sieht. Was wollte der Priester eigentlich hier im... Willst du mich verarschen? Hallo! Geht's noch? Auf die Entfernung und der trifft immer wieder? Ich treffe nicht. So. So, jetzt aber. Das war's für den. Ich finde diese rauchigen Mafia-Stimmen immer sehr lustig. Wenn die extra so rauchig reden, das ist so herrlich überzeichnet eigentlich. So, der da hinten, ich weiß nicht, der sah eigentlich nicht so aus, als ob er bewaffnet ist. Aber der. Was, der lebt noch? Willst du mich denn verarschen? Ach, das... Da kriege ich einen ernsthaft Unbewaffneten drum? Nö, 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 nö.
Das war ja wieder toll. So, Headshot? Nein. Nicht doch. So, die Waffe kannst du mal wegschmeißen. Ja, ihr habt Zeit, das ist schön. So, du bist Geschichte. Und du ebenfalls. Ah, nein, da ist einer mit einer Thompson. Super. So, verstecken wir uns mal hier. Komm, lad schneller nach. Treffe ich den nicht auf die Entfernung, oder was? Lass mich bitte leben. So, wo haben wir denn noch einen hier? Haben wir überhaupt noch irgendwo einen? Der da hinten ist keiner. Kein Gegner. So, weiter. So, geh erstmal bis hierher. Bring mich bitte nicht um. Nein, bitte verschon mich. Achso, der hat jetzt was in der Sicht, das ist gut. Nein, Gnade, bring mich nicht um. So viele sind's ja gar nicht eigentlich, oder? Nein, bitte verschon mich. Das geht ja eigentlich, das ist ja... Du Hund. Das hast du davon. Mann, dass die sich aber auch immer so verstecken müssen hier. So, jetzt will ich aber den da oben erstmal weg haben noch. Bitte. Shit. Nein, bitte nicht. Verschone mich. Spaßig. Ich hab Frauen. Bitte, verschone mich. Noch einer? Der drüben mit der Thompson geht mir auf den Sack. Bring mich bitte nicht um. Dort am Eingang der. Lebt noch, okay. Ich glaube, den hole ich mir lieber mit einer... Ja, hier mit der Hacking zum Beispiel. Jawohl. So, wieder auf die Schroti gewechselt. Vielleicht können wir auch hier... Das ist doch... Ich will mal hier... Gib mir mal... Jawohl. Ah, ist auch bloß eine Pumpgun. Aber die hat einen weiteren Lauf, vielleicht... Ist die besser. Hab ich den? Sieht eigentlich gut aus. Ja, der da oben, der spackt immer noch vor sich rum. Komm schon, schau dich raus. Nee. Lass mich bitte leben. Ah, der nervt mich, ich will den aber weghaben da oben. Ich hab Frau und Kinder. Lass mich bitte leben. Nein, ich gerne. Bring mich nicht um. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. Na komm schon. Frau und Kinder, tu's nicht. Nein, Gnade, bring mich bitte nicht um. Na komm schon. Lass mich bitte leben. Ich krieg den nicht. Jetzt stirb doch mal da oben. Oder ist er schon tot? Hallo? Bist du tot? Oh, okay. Goodbye, my friend. Ach Gott. Oh, ich bin es nur. Bin mein so Sohn, nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was hast du getan, mein Sohn? So viel Leid, um welchen Preis? Gott wird dir vergeben, aber dies ist schrecklich. Weißt du nicht, dass Mord die größte Sünde ist? Ich weiß, Vater. Aber irgendwie habe ich alles versaut. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. So viele Menschen starben ohne Grund. Sie hätten in ihrem Leben viel erreichen können. Vater, diese Menschen waren Verbrecher, Lumpen, Mörder. Der Tote hier vorn wollte mein Mädchen vergewaltigen. Vielleicht hat Gott es so gewollt. Viele Menschen werden jetzt ein leichteres Leben haben. Ja, die Wege des Herrn sind unergründlich. Aber was ist mit dir? Kannst du dir selbst ins Gesicht sehen? Du kannst das Blut an deinen Händen niemals abwaschen. Das weiß ich, Vater. Sieh dich um. So eine Verschwendung. Wir müssen die Kirche erneut weihen lassen. Alles ist zerschossen. Ich kann meine Gemeinde hier nicht einlassen. Was soll ich tun?
Vielleicht hilft das hier? Und er nimmt es sogar, das hätte ich nicht gedacht. Beten Sie für meine Seele, Vater. Ich werde es brauchen. Das werde ich, mein Sohn. Das werde ich ganz sicher. Geld aus den Händen eines Mörders. Nebenbei gesagt, Vater, Ihre kleine Rede über Billy. Ich wundere mich über Eure Wahrnehmung. Billy war kein so guter Mensch und er tat auch nichts Gutes, als er am Leben war. Wir haben es geschafft. Der Priester ist vorüber. Fahr zurück zu Sayeris. Ach du Scheiße, ich dachte, das muss ich nicht machen. Uah. Na gut, dann rein in die Kiste. Und dann fahren wir mal den Leichenwagen ein bisschen spazieren. So, schauen wir mal. Na, losfahren, fahren. Ach verdammt, zu spät. So, und ich nehme mal an, ich muss die Bullen erst loswerden. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Ich muss die Bullen wahrscheinlich erst loswerden, bevor ich zu Sayeris mache. Denn man will das ja nicht zurückverfolgen zu Sayeris. Ne? Oder es soll ja nicht zurückverfolgen sein. Zurück zu verfolgen. Mensch, schweres Deutsch. Mal rum ums Eck hier. Oh, das wackelt aber auch mal wieder. Lalala, laute Musik. Schön, die Cops verheddern sich da hinten ein bisschen. Ah, jetzt ist zumindest mal ein bisschen ruhiger hier. Aber das hackt so gewaltig. Bei mir tanzen die Frames gerade Tango, das ist super. Bleibt doch mal still. Von mir aus könnt ihr auch niedrig, aber still bleiben und nicht hin und her springen. Was ist denn das? Ja, das ist äußerst spaßig auf jeden Fall. Ja, es geht gerade immer weiter bergab. Ich weiß nicht, was los ist. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht mal wieder die Platte voll ist. Also mache ich mal einen Cut rein und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und da sind wir wieder auf der Flucht. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade waren, aber wir waren jedenfalls auf der Flucht gewesen. Und meine Platte war tatsächlich mal wieder voll. Wie schnell die 100 GB aber auch immer wieder weg sind. Das ist unglaublich. Gut, jetzt spiele ich noch ein bisschen weiter, werde dann aber auch endgültig mal Schluss machen, denn ich spiele jetzt, glaube ich, schon an die 4 Stunden, würde ich denken. Wenn man jetzt mal von den Pausen absieht, die ich zwischendurch machen musste, um meine Daten von der Festplatte runterzuziehen auf die externe. Weil ich nicht direkt auf die externe aufnehmen möchte, das frisst ja nochmal ein bisschen Leistung und da bin ich ja sowieso schon nicht so gesegnet mit. Uah, nicht doch. Komm, fahr mal hier. Na. Ist doch nicht dein Ernst. Wieso kannst du nicht da hochfahren? Mensch. Okay, dann weiter. Bringt da alles nichts. Fahren wir hier durch. Kann die Brücke denn nicht mal hochgehen? Das wäre sehr geil. Aber egal, können auch ohne. So, jetzt sind wir schon wieder auf der Zentralinsel, glaube ich. Auf Central Island müssten wir sein. Oh nein, ein Bulle. Shit. Schiede. Warum müssen die auch immer gerade da sein, wo ich hier lang machen will? So, jetzt muss ich mich mal irgendwo verstecken. Das wäre ziemlich cool. Ich glaube, Central Island ist jetzt aber nicht gerade der richtige Ort, wenn man nicht von Bullen penetriert werden will. Und wenn die irgendwo sind, dann auf Central Island. Denn hier ist ja alles. Die Musik ist schon wieder wahnsinnig laut. Das ist ja... Nein! Verdammt! Das ist doch... Nein! Gibt's doch gar nicht, ey. Halte den auf, bla, lass mich in Ruhe. So, rechts ist ein Bulle, dann fahren wir links rum. Ja, ist okay. Passt schon. Vielleicht mal hier am Wasser lang und davon uns auf den Steg stellen oder sowas. Ah, sieht er uns? Ah, verdammt! Ich könnte brechen. Kommen wir hier unten lang? Mal schauen. Oh, ich glaube, hier ist Sackgasse. Ja, hier ist Sackgasse, aber wir kommen durch. Sehr schön. Ha. Na, so ist das doch gut. So, jetzt fahren wir ein Stück hier. Tommy. Ich muss erst mal überlegen, wie er heißt. Jetzt steigen wir erstmal aus.
So, versteck dich mal hier. Niemand soll dich sehen. Wir warten jetzt einfach, bis das runtergegangen ist. Können ja dabei eine Zigarette rauchen oder so. Ne, Tommy? Aber irgendwie geht es auch gar nicht runter, sehe ich gerade. Doch, jetzt. Und da vorne ist ein Bulle, das ist schon mal gar nicht so cool. Aber ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass er mich hier hinter dem Auto versteckt nicht sieht. Ist natürlich auch wahnsinnig realistisch. Ich verstecke mich jetzt 5 Minuten lang und dann wissen die nicht mehr, wer ich bin, wenn ich dann wieder rauskomme. Aber das ist ja in den Spielen überall so. Puh, und da haben wir es. 9. Was denn? Wo denn? Wie denn? Hä? Hallo? Was? Wo sieht denn mich hier jemand? Ist doch nicht euer Ernst. Aber der Bulle dort hat mich noch nicht gesehen. Ich warte erstmal, bis der hinterm Busch verschwunden ist. Und dann gucke ich mal, von wo das hier eigentlich kommt. Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist er auch wieder weg. Ach, guck mal einer an. Jetzt läuft der Dingens wieder runter, der Balken. Gut, dann bleibe ich einfach weiter hier. Wird schon irgendwann klappen. Bislang ist noch niemand angekommen, um mich zu nerven. Und ich habe jetzt keine Lust, großartig hier in der Gegend rumzufahren und mir unnötig Stress zu machen. Nicht wahr? Und der Bulle dreht dort weiter seine Runden. Supi. Das heißt, ich kann auch gar nicht aus meinem Versteck rauskommen. Brauche ich aber auch gar nicht mehr, so wie es aussieht. Denn diesmal scheint es zu funktionieren und wir scheinen tatsächlich mal hier mit dem Leben davon zu kommen.